Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Daniel Schwert, ich bin Mitglied der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen und ich bin Kölner, aber da wärt ihr vielleicht selber drauf gekommen. Einer meiner Schwerpunkte ist die Medienpolitik. Und in der Medienpolitik ist uns ganz besonders wichtig, dass wir eine Staatsferne haben wollen. Wir wollen den Einfluss von Politik und Politikern auf den Rundfunk zurückdrängen. Wir stehen hier vor dem WDR-Funkhaus und ein Anliegen der Piraten war es, in den Rundfunkrat, das ist sowas wie der Aufsichtsrat des WDRs, keine Politiker zu entsenden. Die anderen Fraktionen des Landes, die tun das so, dass sie ihren medienpolitischen Sprecher dann dahin schicken, was natürlich ein Vollblutpolitiker ist. Wir haben aber eine öffentliche Ausschreibung gemacht und jemanden gefunden, der eben kein Politiker ist und diesen in den WDR-Rundfunkrat entsendet. Ja, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht und zwar sind wir nach Bonn gefahren, nach Bonn-Beuel und stehen hier auf dem Telekom Campus. Ich wollte euch nämlich ein paar Sätze noch sagen zu den Anstrengungen, die wir machen bezüglich der ganzen Netzpolitik. Das ist ja aus dem Landtag nicht so ganz einfach, weil Netzpolitik in der Regel ein Bundesthema ist. Aber wir können trotzdem die Landesregierung auffordern, einige Dinge zu tun. Und das haben wir zum Beispiel getan, als es um die Störerhaftung ging. Und jetzt ganz aktuell die Netzneutralität. Netzneutralität sollte ja grundsätzlich für alle gelten, so wie das vor Gericht ist. Vor Gericht sind alle gleich, aber in dem Falle ist das fast so, als könnten diejenigen, die sich das leisten könnten, sich vor Gericht einen Freispruch kaufen. Das passt uns natürlich nicht, sowas wollen wir nicht, dass es Bevorzugungen da gibt und da werden wir uns im Landtag gegen wehren. Wir stehen hier auf dem Kölner Börsenplatz, unmittelbar vor der Industrie- und Handelskammer von Köln. Wirtschaft ist ja bekanntlich auch eins meiner Themen und der Mittelstand. Und auch da gibt es natürlich jede Menge Themen, an denen man sich entlang hangelt. Für die Piraten heißt das, wir wollen Transparenz und Partizipation auch in der Wirtschaft verankern. Ja, die Industrie- und Handelskammern sind jetzt nicht unbedingt für Transparenz und Partizipation bekannt. Das wollen wir sehr gerne ändern. Diesbezüglich haben wir auch schon die ersten Anträge in den Landtag Nordrhein-Westfalens eingebracht. Nämlich zum Beispiel, dass die Geschäftsführer von der Industrie- und Handelskammern auch ihre Geschäftsführergehälter veröffentlichen sollen. Und wir werden auch sicherlich auch zum Thema demokratischer Partizipation innerhalb der IHKs noch weitere Anträge stellen. Dies ist die Kölner Kolbhalle. Dies ist der letzte Ort von freier Kultur und Kunst, der eben nicht kommerziell ist in Köln. Und der ist leider von der Schließung bedroht, weil das Gelände einem Unternehmen namens NRW Urban gehört. Die NRW Urban, das ist ein landeseigener Betrieb und der will dieses Gelände halt zurückhaben, um das Ganze zu vermarkten. Die Stadt Köln, da ist eine rot-grüne Ratsmehrheit drin, ist also der Meinung, das muss jetzt geschehen, das muss zurück an den NRW Urban gehen. Und wir haben deswegen im Landtag eine kleine Anfrage gestellt an die Landesregierung, wie sie das denn findet, wie sie den Stellenwert von freier und nicht kommerziellen Kultur und Kunststätten so bewertet und wie sie jetzt hier speziell zur Kolbhalle steht, ob sie der Meinung ist, die sollte erhalten sein oder nicht, ne? Wo sie immerhin über den NRW Urban die Möglichkeit hätte, darauf Einfluss zu nehmen. Die Antwort, die wir von der rot-grünen Regierung bekommen haben, ist leider sehr enttäuschend gewesen. Die sagen, das ist eine kommunale Sache, das kümmert uns nicht, das kümmert uns einen Dreck und deswegen wollen die da eben zu nichts machen. Ja, wie ihr seht, ist Köln eine Medien- und Kulturstadt und das soll bitte auch so bleiben. Aber als wichtiger Grundsatz Partizipation, Medien und Kultur zum Mitmachen und nicht nur staatlich verordnet. Also, ich würde mich sehr freuen, wer sich für Köln interessiert oder mal vorbeikommen will, der sage Bescheid. Tschüss!